Ja, Hallihallöchen, liebe Freunde. Heute Abend spielen wir mit ein paar Leuten Among Us. Das Game erfreut sich ja in letzter Zeit größter Beliebtheit, obwohl es das eigentlich schon eine ganze Weile gibt. Und ich bin da auch, wie üblich, über YouTube, über andere Let's Player drauf gestoßen und ich habe Bock bekommen, es selber mal zu zocken. Und da es läppische 3,99 € kostet, habe ich dann noch ein paar Leute angespitzt. Leute, habe ich gesagt, ich will da zocken. Ihr müsst mitmachen. Hopp, hopp. Wie gesagt, ich habe es tatsächlich auf die Reihe gekriegt, ein paar Nasen zu mobilisieren. Und heute Abend geht's zur Sache, Freunde. Ja. Das wird geil. Ich kann es euch sagen. Ich muss euch allerdings vorwarnen, die ersten paar Runden ist ein bisschen Gemurkse. Keiner weiß so recht, wie es funktioniert. Wir mussten uns natürlich noch einspielen, aber mit jeder Partie wird's interessanter. In diesem Sinne, liebe Freunde, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Among Us. Hauen Sie rein. Sensor-Chat off, ne? Ja. Ja, Wo denn? hier wird nichts Moment. zensiert. Ach ja! Oh, ja. Ah, das war noch an. Das ist ja traurig. Was denken die denn von Gerne. uns? Klick. Ich glaube, die denken, wir sind alle Chinesen. Ich glaube, die denken, wir sind alle Banane. richtige Ups. Kackbratzen. Bratzen. Ja. Bratzen. So. Immer noch nichts So, zu jetzt hören brauche vom ich einen Tim. Code. Also ich brauche ganz viel Code. Wir haben noch gar kein Spiel gehostet. Kann mal jemand sich mit Code um sich werfen? Danke. Negativ. Etwas Kacke? Ja, ich brauche Ja. einen Code. Ja, Wo fang. müssen wir dann eigentlich drauf? Auf Local oder Auf online? Online. 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 Ja. Und ich würde empfehlen, wer hat denn die schönste, schnellste und stabilste Internetverbindung von uns? Ich bin es Ich definitiv nicht. nicht. Jenny? Internet ist Ich würde super. sagen, dann bin ich das, ne? Dann mach du mal ein Spiel auf Jenny leiten. Ja. Du bist der Host. Create Der again. Horst. Der Horst. Der Horst, Horst der heute. Horst. Wie viele Impositors nehmen wir? Ich glaube, bei der Menge ein, Ich oder? wollte gerade Wir sind sagen, ja nur zu einer. fünf. Wir sind nur zu fünft und da reicht einer, ja. Weil sonst killen die in der ersten Runde. Wie viele Player sind wir jetzt? Vier, Fünf. fünf? Fünf. Im Moment noch fünf. Der Tim wird bestimmt noch irgendwann auftauchen. Wahrscheinlich steht er ja irgendwo im Stau oder weiß er Geier. So, Map. Auch weißt du was Privates dann in dem Fall? Map. Ja. Flupp. Ich So. nehme mal das. Privates, ne? Und Ja, dann müsste Jo. das Ding dir irgendeinen Code ausspucken. Ja. Und den Code hätte ich gerne. Ja, den wollen wir alle. Sonst wird halt nichts. Eve. Bin ich das denn? Da, Ja. Code. M-M. Haust du den ins Mumble da, links unten in die Nachrichten? Das soll Das schon jemand glaube ich, das entfassen. einfachste Copy-Paste. Moment. Muss erstmal hier aus. Merci. Ich bin Und schon jetzt ganz muss ich nochmal eben. aufgeregt. Ja. Ja, ich bin's. Wupp. NMPTRQ. NMPTRQ. Okay, dann kommt er also nicht ins Mumble. Huch, scheiße. Jetzt habe ich versehentlich auf Discord geklickt. Geh weg. Nein! Du brauchst jetzt Doch, keine. ich hab's nochmal reingeschrieben. Ja, okay. Kacke. Kann mal bitte einer Discord abwürgen? Der braucht jetzt keine Updates saugen. Herrgott, verpiss dich. Scheiß Technik. Vermaledeite. So. Nordpol, Martha, Theodor. Could not find the game you're looking for. NMPTRQ. NMPTRQ. Ja. Bin drin. Ja, Okay, bei mir probier geht's nochmal. nicht. Nordpol, Martha, Paula, Theodor, Richard, Quacksalber. Was? Ja, ich hab's dir einfach kopiert. Oh, hier Kann ich mir mal einen disconnected Chat from the schicken? server. Schwibi left Ach, the da ist game. es. Jupp. Ah, also kopieren funktioniert scheinbar nicht. Ich hab's jetzt einfach nochmal so eingegeben, da ging's. Gut. Schwibi, kommst du wieder rein oder? NM Oh, wer hat mein Rot geklaut? TRQ, ne? Yes. Tandy. Bin ich denn jetzt Could rausgeflogen? not find the game you're looking for. Seid ihr Du auf den musst amerikanischen Servern? Einzeln eingeben, am besten nicht kopieren. Das hat bei mir nicht funktioniert. Nö, hat bei mir, also ich komme auch nicht mehr rein. Was? Auch nicht. Gut, ich mache Okay, ich nochmal komme ja auch neu. nicht rein. Nochmal neu. Mach nochmal neu.
Oh, jetzt hatte ich mir so einen schönen Flamingo auf den Kopf gesetzt. Ja, das kannst du gleich nochmal draufsetzen. Wie komme ich denn hier wieder raus? Was trinkst du? Du trinkst Moskau Mule? Oh. Was ist denn das? Achtung, ihr könnt alle eingeben. C-E-J-N-X-Q. Kann er nicht finden. Jo. Auf welchem Server seid ihr denn? Ich bin irgendwie Europa, drin, Asien. Aber es ist alles schwarz und ich habe immer noch mein Flamingo. Wo sehe ich denn das? In welchem Server ich da bin? Das konnte ich nämlich nicht auswählen. Unten rechts. Unten rechts steht nur Customize. Ich drehe Warteschleife. Also bei mir steht unten Europe, aber irgendwie, wo ich jetzt rein bin, war alles schwarz und ich stand da in der Mitte und konnte nichts machen. Okay. Ich start nochmal, spiel neu. Also Kai ist drin und die Jenny ist auch drin. Jo. Oder der Schmidt macht mal einen Server auf, dann... Kannst du vergessen mit meiner beschissenen Internetverbindung. Ich meine, ich spiele das auch und ich torrente noch nebenher auf 5 Mbit, also... Oha. Ja. Also ich habe 50 Mbit in einer WG, die geteilt werden. Also, Also ich habe 100, die nicht geteilt werden. Yay! Gewinnerin! Also soll ich jetzt eins erstellen, oder was? Weiß noch nicht. Wir sind ja noch in der Findungsphase hier. Okay. Boah, also 3 von 5 sind jedenfalls drin. Mhm. Ach so, ja, ich bräuchte den Code nochmal. Ich habe das Spiel neu gestartet. Cäsar, Emil... Genau. J Nordpol. XQ. Aha. Guck mal. Da sind sie doch alle. Yeah. Ja, herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Also ich mach mal einen Lila, ich setz mir einen Banane auf den Kopf. Nice. Banane ist auch gut. Und trag schmutzige Hose und ja. Large. Perfekt. Okay, ja. Sind wir alle ausgestattet? I hope so. Ich glaube, so finde ich mich mega toll. Ich glaube, dann muss die Jenny mal auf Go klicken oder irgendwie das. Sowas. Start. Hose. Ja. Ich bleib jetzt erstmal so. Start. In 3, 4, 5, 6. 9-0. Okay, wir dürfen ja während des Games nicht quatschen, aber können wir erste Runde mal so ein bisschen Tutorial machen, so was ja. Dazu zu tun ist? Also eigentlich sollten wir uns muten. Oh nein. Bin ich jetzt disconnected? Oh, da war ein Fehler, habe ich gesehen. Mhm. Okay, dann mal so ein kleiner Check. So. Latsch. Woran sieht man jetzt, was man ist? Also ich bin das hättest du gerade eingeblendet bekommen sein. Entweder bist du Crewmate oder Imposter. Ah, okay. Und ich glaube, die Imposter können durch diese Dingsterbumster gehen, ne? Durch diese Gullideckel da. Durch diese Schächte, hier unten ist einer, ja. Mhm. Könnt ihr nochmal irgendwo hin den Code kopieren? Ich habe ihn schon wieder vergessen und bin rausgeflogen. Die wird jetzt auch gerade irgendwo angezeigt. Scheiße. Ich versuche es aus dem Kopf. Was war das nochmal? Ich glaube, C-E-N-J-X-Q, ne? Warte. C-E-J-N-X-Q, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, ob du jetzt reinkommst, wo gerade ein Spiel läuft. Ach, ihr habt schon angefangen, okay. Laufen, ja, läuft quasi. Aber wir können ja nochmal raus. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist rausgeflogen, als das Spiel anfing. Darum. Ja. Gehen wir nochmal raus. Okay. Nochmal neu. Wir kriegen das schon auf die Reihe. Victory! Hey, ich hab gewonnen. Aber Tab ging die Karte bei mir nicht. Das also, war jetzt doch schon mal doof. Soll ich jetzt nochmal einfach einen auf? Ja, bitte. Das merkt er sich alles. R, S, V, Quark. Jo, bin da. Ich wurde zwangsgetrennt. Also nochmal. R war das? Nee, RSV. RSV, Kuckucku. Jetzt hängt er da. Was ist denn da los? Das Spiel macht richtig Spaß.
Wir haben Zeit. Ganz entspannt. Mein Biervorrat neigt sich dem Ende zu. Oh. Das ist das einzige Problem. Aha, okay, wir sind vollzählig. So, jetzt nochmal Schacht. Yes. Have fun. Also, können wir nochmal eine Tutorial-Runde machen, so? Ja, ich hab Angst. There is one imposter among us. Mhm. Okay. Ich kann die Karte mit Tab nicht. Achso, wenn ich auf Maus gestellt habe, muss ich alles mit der Maus machen, ne? Keine Ahnung. Wir spielen das Spiel, wie gesagt, alle zum ersten Mal. Also, wenn man die linke Maustaste, musst du gedrückt lassen, um dich zu bewegen. Das habe ich schon rausgefunden. Mhm, genau. Und dann geht man hier irgendwie rum. So, wo ist die Karte auf Tab angeblich, gell? Mhm. Bei mir ist sie oben rechts. So. Das ist witzig. Ich habe schon den ersten Task gelöst. Ich auch. Nice. Ich schaue mich jetzt ein bisschen um. Ich glaube, ich muss dann auf Tastatur stellen. Das macht mich wahnsinnig hier, wenn ich 20.000 Mal klicken muss. Ich höre nix. Was? Wer hat was gesagt? Nichts. Okay. Aha, ja. Okay. Ich hab gesagt Schwibidi, nicht Schwibi. Ach so, ja, das ist immer schwierig. Ja. Oh, ich habe eine Kamera gefunden. Interessant. Ja. Du Spanner. Jo. Ich glaube, ich spanne gleich mal mit. Oh, da ist irgendwas sabotiert worden. Oxygen depleted in 26 Sekunden. Nett. Da sollte man irgendwie was unternehmen. Ja, so auch mal hier rein, ne, würde ich sagen. Da hinkommt. Das sind Pfeile. Ah ja. Oh, da ist noch eins, oder? Panik! Scheiße. Panik! Oh mein Gott, was ist vorbei? Wo war das an? Oh, ich komme hier gar nicht klar. Ich bin auch noch einigermaßen durcheinander. Hallo. So, okay. Ich sag nix. Okay. Ich muss mal, glaube ich, doch mal auf Tastatur mit umstellen. Mit der Maus alleine nervt das. Oh. Aha. Schmiedi ist tot. Ich darf nichts sagen. Ich halte die Schnauze. Dann diskutiert mal. Ja, alle haben gewonnen. Okay, vielleicht ist es Schmiedis böser Bruder, vielleicht Schwibi. Im Zweifel ist es immer Schwibi gewesen. Ah, wen voten wir jetzt eigentlich? Na, irgendjemand, von dem wir denken, dass das ist. Oder man kann es auch skippen, glaube ich, das Voting, ne? Ja. Man kann auch vorher erstmal diskutieren. Keine Ahnung, ich dachte, man diskutiert halt erst. Das war genau, man kann diskutieren, man muss noch nicht voten. Man kann erst diskutieren und wenn man sich nicht sicher ist, kann man ja immer noch so ein Vote skippen, glaube ich. Mhm, richtig. Oha. Tja. Haben wir jetzt gewonnen? Das erfahrt ihr jetzt. Aha. Ach so, wir haben das jetzt angezeigt, dass wir das sehen, wer im, weil du kannst es ja auch ausstellen, um es ein bisschen schwieriger zu machen. Was meinst du? Man kann auch ausstellen, dass man sieht, wenn jemand jetzt zum Beispiel rausgevotet wird, kann man ausstellen, dass man sieht, dass der Imposter war oder nicht. Ja, das stimmt, das kann man ausstellen. Ich glaube, das erhöht die Schwierigkeiten, aber ich glaube, weiß ich nicht. Nö, ich bin mir gar nicht klar. Ich sehe vor allem durch das Overlay. Ah, jetzt. Ich muss mal eben im Mumble die Push-to-Talk-Taste umlegen. Witzig ist, dass man als Geist immer noch Aufgaben erledigen kann. Was? Doch, das geht nicht. Doch, das geht. Aber ich glaube, das kann man auch ausstellen, ich weiß es nicht. Mit den ganzen Optionen habe ich mich auch noch nicht auseinandergesetzt. Lalalalalala. Yippie! Scheiße. Wieder. Gehen Sie da weg. Also die Tasks werden anscheinend hier auf den gelben Pfeilen angezeigt, ja? Ja. Okay.
Plöpp. Dum di dum. Haha, top. Kam ich wie die Kuh. So, der Imposter sollte langsam mal tätig werden. Dum di dum di dum. Aha. Verstehe. Okay. 1-0 für Claudia. Alright. Play again, oder? Ja, sicher. Ja, dann müssen wir jetzt Feierabend machen. Nee, nee, okay. Ich wollte nur wissen, ob das so korrekt ist. Hoppla, jetzt bin ich blau. Ich würde nämlich dann in einer halben Stunde mich kurz Abendbrot essen gehen für so eine halbe Stunde. Mhm. Ja, ja, ist ja kein Ding. So. Okay, ich bin grün. Wir können es ja mal gerne jetzt mal so ohne Talk probieren. Ich glaube, das Spielprinzip ist klar, oder? Ja. Ja. Ich glaub, aber es ist ja mega schwer, da rumzurennen. Man hat ja keine Tasks. Aber dann so zu tun, als würde Claudia, du kannst so tun, als ob du Tasks erfüllt. Claudia, ja, ja. Claudia, wie hat denn das mit dem Killen funktioniert? Was hast du denn gedrückt? Da steht unten rechts eine Ecke Kill, da habe ich drauf gedrückt. Ah, also, okay. Aber ich glaube, das geht auch mit Q, weil mit E habe ich die Sabotage-Map geöffnet. Kannst du aber nicht mit E wieder schließen. Okay. Mhm. Seltsamerweise. Aber ich hab's mit Q jetzt nicht probiert. Ich hab dich nur gesehen und dachte, das ist meine Chance. Ja, ja, mach mal. Ich war jetzt hier sowieso total verwirrt mit der ganzen Karte, wo muss ich hin und. Ja, ich stand auch auf, ich dachte, oh, jetzt da unten könntest du eine Task faken und da läufst du jetzt hin und dann. Oh, warte mal, ich bin schon dran vorbei. Aber warte, bevor es losgeht, drehe ich mal die Zigarette fertig. Aber das ist spannend. Ich hab mich nochmal abgeändert. Absolut auf, wenn du Imposter bist. Okay. Tschi. Tschüss. Ihr sagt, wenn ihr soweit seid, ne? Also ich bin soweit. Wir können uns einfach alle an die Tür stellen, wenn wir fertig sind. Naja. Achso, da oben ist. Idee. Wo? Alles sich instant da eingefunden. Hey, mein Flamingo guckt noch nach raus. Mein Käse auch. Komme. Okay. Ah, lecker Käse. So, machen wir uns stumm, ne? Alles klar. Okay, auf geht's. Let's go. Jetzt bin ich mal gespannt. So, wer sind wir denn? Oh, ich bin derjenige welcher, Freunde. Haha, sehr geil. Alrighty then. Jetzt muss ich aber erstmal hier mal bisschen gucken, wo sind wir denn? Wir sind in der Cafeteria. Gehen wir doch einfach, rennen wir einfach mal los. Mal gucken. Wenn uns einer begegnet, mache ich den irgendwie weg. Da kann man so eine Sabotagekarte öffnen. Aha. Ich könnte mal hier. Dumm, die dumm. Oh, die muss wieder wegklingen. Okay. Dumm. Aha. Ach, da kann ich mich durch die Gegend schleichen. Aber was kann ich denn hier sabotieren, by the way? Sehr guter Arsch. Okay. Sabotage kill everyone. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Flup. Und jetzt? Hallo? Ja, nicht wieder raus einfach, das ist ja albern. Oder kann ich hier einfach jetzt lauern? Oder wie soll das? Grrr, bleib da drin. Once again, I have no idea what I'm doing. Naja, gut. Ach, da muss ich draufklicken. Ah. Ich lauere hier einfach mal, bis einer kommt. Oder? Nein, ist auch langweilig. Also tun, als ob ich irgendwelche Sachen machen würde. Hm. Wo sind denn alle? Ich bin hier im Storage. Okay. Da ist jemand. Rache. Ah, jetzt habe ich einen Cooldown, ne? So lange kann ich keinen abmurksen. Verstehe ich mich doch so lange einfach mal. Okay, 38 Sekunden. Ach, der Cooldown läuft nicht weiter, wenn ich versteckt bin. Okay. Das ist ein bisschen dämlich. Morning. Ich tue mal so, als ob ich hier am Reaktor fummel. Ich werde beäugt.
Da haut er wieder ab. Emergency Meeting. Guten Tag, die Damen. Moin, moin. What's going on? Ich habe eine Leiche gefunden. Aha. Oh, südlich von diesem Emergency-Knopf. Bublinchen, wo warst du denn? Du bist da gerade da lang gegangen. Ich war meine Tasks erledigen ganz normal. Aha. Also hab da nichts. Was war denn der Task, den du gemacht hast? Irgendwie diese Kabel da gebastelt, da am Engine-Raum da. Naja, hab die Leiche gefunden, du kamst gerade da von da, ne? Also, ich habe auch keinen anderen in der Nähe gesehen. Das klingt natürlich verdächtig. Ja, klingt verdächtig. Ja, klingt verdächtig, weil es war kein anderer in der Nähe, ne? Das fand ich irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Und was hast du so gemacht, Kai? Tja, ich bin jetzt gerade von links. Ich weiß noch nicht, wie die Räume heißen. Ja. Und dann habe ich dann diesen Buddy da gesehen von Claudia. Mhm. Und ich dachte so, Moment, ist das jetzt ein Körper? Weil da hat so ein Knochen rausgeguckt. Ich dachte, ja, das ist eine Leiche. Abgemurzt. Und dann bin ich hoch. Ich dachte so, wie funktioniert das mit dem Knopf hier, mit dem Emergency-Knopf? Und den habe ich gedrückt. Ah, ja. Okay. Also ich renne hier mittlerweile auch nur noch relativ verpeilt in der Gegend rum und weiß noch nicht so recht, wo oben und unten ist. Kennt man. Ja gut, wird wahrscheinlich noch ein paar Runden dauern, bis wir uns eingespielt haben. Ja, ist also ich habe eine Schmiedi und KF irgendwie rumlaufen sehen, also... Ja, der Kumpel stand einen Moment hinter mir, während ich da an der Maschine am Fummeln war. Aber keine Ahnung. Ich habe keinen zu zweit rumlaufen sehen. Die Leiche habe ich auch nicht gesehen. Ja, lag südlich von diesem Emergency-Knopf. In diesem Gang. Na gut. Wo südlich aus der Cafeteria rausgeht. Aber ich sag mal so, das war schon für mich... Mhm. Let's go. Aha, okay. Er war es nicht. Schnauze halten. Jo. Na schön. Jetzt mache ich dich kalt, Schwibi. Nein! Ich habe daneben gehauen, ich Idiot. Ah, scheiße. Jetzt dauert der Cooldown wieder so ewig. Aber was kann man denn hier noch so sabotieren, by the way? So. Jetzt bin ich mal gespannt. Fadig. Oh, scheiße, die sind auf den Fersen. Okay, ich muss hier jemanden von der Herde lösen. Oh, wie habe ich das hin? Ich habe das noch nicht ganz so geschnallt mit dem. Wie habe ich wo muss ich hin? Wie habe ich das denn gemacht? Aus irgendwelchen Gründen habe ich gewonnen. Ja, weil niemand das gefixt hat. Ach so. Ja, okay, daran kannst du die. Es müssen zwei Dinger bei dem Auto immer gefixt werden. Eins in dem, oh Gott, ich weiß nicht, wie die Räume heißen. Eins auf jeden Fall weiter unten und eins weiter oben. Okay. Ja, wenn alle zu einem rennen, also ich habe überhaupt niemanden. Ich kann es als Geist halt nicht fixen. Ach so, als Geist kannst du zwar Tasks erledigen, aber die Sabotage nicht fixen. Nee, das geht nicht. Ne? Du kannst nur deine Tasks noch fertig machen, aber ja. Ach, guck mal, Timmy ist online. Tim! Hey, Tim? Tim. Ich glaube, er hat verpennt gehabt. Sehe ich gerade hier im Telegram. Oh yeah, zwei Flamingos. Gut. Server wird nicht gefunden? Ah. Wir müssen glaube ich, eine neue. Oder kann Tim einfach beitreten? Nee, wir müssen eine neue machen, weil ja, glaube ich, die Anzahl ändern müssen dann. So schaut's aus. Wo ändere ich denn jetzt hier mein Outfit? Musst du an den Laptop ran. Am Computer. Ran. Genau. Am Computer. Da ist ein Computer. Oh, ich weiß nicht, ob man auch hier... Nee, ich glaube, man kann das nicht ändern, die Anzahl der Spieler. Wobei, ich weiß nicht. Müsste man mal gucken. Schwibi, du darfst wieder sprechen. Schwibi? Schwibi ist Dauerimposter. Ist vom Schuh gefallen. Ich rede hier gar nicht mehr. Ah, doch. Mal, hallo? Ja, hallo. Hi. Ich war noch stumm. Ja, du, in der Tat. Du müsstest dann nochmal einen neuen Server aufmachen. Ja, warte, ich guck mal gerade, ob man das hier... so ändern kann, aber ich glaube wir warten mal, bis Tim irgendwie die Push-to-Talk-Taste eingerichtet hat. Könnt ihr mich nicht hören? Ja, doch. Ich habe schon geredet, als ich reinkam.
Tim. So, da habe ich noch nichts von mitgekriegt. Nee, hallo, kann man nicht. Also lief mal das Game. Jo. Ja. Mach mal neu. Ich nehme mal eine andere Map, ne? Ja, okay. Also Tim, du hast nicht viel verpasst. Maps? Ja, ich glaube 3 oder so. Okay, Tim, für dich mal jetzt so ein Crashkurs, weil wir haben jetzt auch nur so 2 mehr oder weniger Proberunden bisher gemacht. Welche Steuerung du nimmst, ich empfehle Maus und Tastatur, weil dann kannst du nämlich mit WASD laufen. Ich hab einen Code. Ach ja, genau. Hattest du jetzt ausprobiert eigentlich, ob man mit Q töten kann oder hast du unten geklickt? Also ich habe geklickt. Okay. Also du klickst einfach mit der linken Maustaste dann auf denjenigen, den du killen willst. Nee, ja? Unten ist dann, da steht dann Kill. Ah, okay. Unten rechts. Genau, und wenn du in der Reichweite bist. Ich würde es mal ausprobieren wollen. Also wenn der nächste Imposter das mal ausprobieren kann mit Q. Ja, können wir machen. Denk wir ich. Warten erstmal, bis Tim da vernünftig eingerichtet hat und Go gibt, ja? Timmer! Also ich bräuchte nur noch den Code und dann wäre ich, glaube ich, ready. Sehr okay. Gut, ich gebe den durch. Okay. JD. IK. RQ. Alrighty then. Bin da! Ja, was? Ha! Ich bin eine Biene. 2, 3, 4, 5. Einer fehlt noch. Der Tim fehlt noch. Der lässt mich meinen Namen nicht komplett eingeben. So ein Drecksgame. Ja, da hat nur begrenzte Anzahl an Buchstaben, die du benutzt kannst. Ach, Tim, wenn du was benutzen willst, dann leuchtet es auf, dann E wie E-Mail drücken, um den Task zu machen, gell? Und Tab ist deine Karte. Oh ja, das ist auch cool. Mhm. So. Ihr seid alle so sexy, wisst ihr das? Meine Güte. Ich glaube, Tim hat ein Stück Käse auf dem Kopf. Geil. Käseman. Käseman. Warte, Ei und Käse gehören zusammen. Ich wollte gerade sagen. Oh, komm, ja, lecker. Oh, geil. Ich hab's Beste. Was hast du denn? Oh, Gottchen. Oh, und dann hinterher, wenn man Ei und Käse gegessen hat, geht man zu Frau Dunkelbunt. Okay, ja. Also alle wieder zur Tür. Oh Gott, nein. Ne? Nein, warte, das muss ich ändern. Nicht, dass mir einer hier auf den Kopf scheißt. Achso, und Tim-Info noch an dich. Du musst dich muten, während du... wenn das Spiel läuft, ne? Nur in der Diskussionsrunde wird gequatscht. Genau. Oder zwischen Games halt. Und wer fertig ist, der kommt an die Türe. Genau. Kannst du bitte das Klopapier wieder aufsetzen? Ach Mann. Ja, echt. Na gut, dann geht's los. Okay. Geht los? Geht los. So, und alle schön die Backen halten. Have fun, good luck. So. Neues Spiel, neues Glück. Ich bin einfach nur ein kleiner Crewmate. Guti. Wo zum Geil bin ich? Launchpad, ach da unten. Ah, okay. Ah, ist eine neue Map jetzt, ne? Ah, super. Kein Mensch blickt durch. Dup-di-dum. So, schön auf einem Haufen bleiben, da ist man, glaube ich, safe. Da kann einen keiner abmurksen. Das scheint sich Koyo aufzudenken. Okay. Submit Scan. Okay, Scan complete. Das war so quasi ein Task. Okay. Karte gucken. Eieiei, ich renn mal zum Reaktor erst. Ah ne, muss ich glaube ich hier oben rein, wenn ich mich nicht irre. Hallo? Ja, mach die Tür auf, du blödes Ding. Die Kontamination. Jetzt werde ich erstmal geduscht. Hallo, ach, hier sind da auch noch so einige Leutchen unterwegs. Klick. So. War das richtig? Communications, accept diverted power. So. Ja, komm. Mach die Luke auf. Ich renn da jetzt einfach mal rum. Hallo. Wo kann ich denn jetzt nicht interagieren? Zack. Ah ja, okay. Klick. Task completed. Morning. Wo renne ich eigentlich hin? So genau weiß hat keiner. Aha, genau. Zeug hochladen. Oh, jetzt steht man hier natürlich völlig ungeschützt. Ich sehe noch nicht mal, wenn sich einer nähert. Okay. Ah, ne.
Okay. So, wo? Ich habe den Schwibbi gefunden. Wo lag in der, ich glaube, Cafeteria oben rechts. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also ich habe Kai auf jeden Fall bei mir gehabt gerade. Du warst bei mir, ich habe dich auch gesehen. Wen ich gar nicht gesehen habe, ist Tim. Timmy? Den habe ich zum Schluss gesehen. Ich war gerade im Greenhouse oben und bin jetzt gerade durch die Cafete durch. Okay. Ich glaube, also ich weiß ja nicht, wann es passiert ist. Ich glaube, Schmidti war es nicht. Den habe ich vorhin noch im Medbay oder was das war gesehen, also relativ weit unten. Ich glaube, wir waren auch zu dritt eine Zeit lang unterwegs. Ja, also ich glaube, Bobline, du, also Kai und ich waren, glaube ich, die ganze, also weiß ich nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wer es gewesen ist, weil ich nicht weiß, wie lange die schon liegt, aber ja. Also ich nehme an, es ist eher Kai, weil ich war die ganze Zeit am Reaktor beschäftigt. Alleine? Naja, danach, ihr seid mir alle abgehauen, ne? Wie gesagt, ich war bei Schmidti und bei Claudia, also ich würde die beiden sogar schon fast ausschließen. Ja, ja, also wie gesagt, Kai und Schmidti habe ich vorhin erst gesehen, aber wie gesagt, Timmy habe ich die ganze Zeit nicht gesehen, nicht einmal. Ja, die Sache, ist folgende, ich bin eine ganze Weile mit Kai und Dunkelbund rumgerannt, mit Claudia und Bubline hatte auch mehrere Möglichkeiten, mich zu killen. Mit der war ich kurz mal alleine. Aber nicht gemacht. Das heißt, hat also, er nicht Tim gemacht. War der einzige Verwahrloste. Aber ihn jetzt irgendwie zu beschuldigen, ist irgendwie auch hart. Ne? Also tja, im Zweifelsfall können wir den Vot auskippen. Ne? Also, ja, die Tim habe ich nämlich die ganze Zeit überhaupt nicht gesehen. Ja. Ja, wird auch erstmal skippen und dann noch ein bisschen weiter gucken. Weiterschauen. Erstmal Tasks weitermachen. Alright. Alrighty then. Ja. Skipped Voting. Okay, wieder muten. Gut. So, mal genau im Auge behalten. Ich renne jetzt mal dem Team hinterher. Mal gucken, wie der mich umlegt. Naja, gut. Wer will das schon? Hat sich die Karte jetzt verändert? Bin ich doof? Hier unten. Ach, da ist schon einer am Schütteln. Ich mach da mal mit. So. So. So und so. Schön. Wo bin ich denn? Die Cafeteria. Hier ist noch was zu tun. So, Müll geleert. Karte gucken. Also Claudia war nicht. Die hätte mich gerade auch wieder ganz gemütlich abmurksen können. Was allerdings auch für ein Koryu gilt, für die Bubline. Ist gerade schwierig zu erkennen. Ah, 2, 3, 8 und 0. 0, 1. Okay, Task completed. So, jetzt bin ich aber auch hier völlig allein. Aber hier im Office gibt es auch noch was zu tun. Da muss aber auch immer ganz genau an der richtigen Stelle stehen. Ah, hier, Zeug uploaden. Genau, da war ich ja gerade zugange, als das Notfalltreffen einberufen wurde, beziehungsweise die Leiche gemeldet worden ist. So. Ich sterbe hier noch in Vereinsamung. Ah, da kommt Dunkelbund. Sie hat mich nicht abgemurkst. Das ist ein gutes Zeichen, glaube ich. So. Okay, dann sollen wir auf Garde gucken. Das Einzige ist noch hier unten jetzt, ne? Obwohl ich da jetzt wieder drei Pfeile sehe. Warum? Also wer auch immer der Imposter ist, der verhält sich sehr unauffällig. 65480. Was? 66. Oh, ach, die verändert sich ständig der Code. Ah, okay, dann warten wir mal auf 9. Da kommt der Kai. Okay. Kai muckst mich nicht ab. Ah. Zur Hölle. Spannend. Ja. Also, ich habe jetzt. Oh Gott, ich weiß nicht, wie der scheiß Raum heißt, wo ich gerade bin. Ich wollte gerade was reparieren, war aber zu dumm, die Zahlen einzugeben. Ja, und Kai, du warst gerade bei mir in dem Raum, aber du hast die Leiche nicht reported. Das kam mir jetzt ein bisschen seltsam vor. Das, ich fand, weißt du, was ich merkwürdig fand? Ich habe dich bei der Leiche gesehen. Ich kam ja dazu. Ja, aber du hast die Leiche nicht reported. Warum nicht? Ja, weil du da alleine standst. Du warst doch zuerst da. Sehr ja, spannend, weil ich das reparieren wollte. Aber, ach so. Aber du bist in den Raum rein, du hast es nicht gefixt und du hast die Leiche nicht reported. Das kommt mir schon ein bisschen seltsam vor. Ich kam von Südwesten und du standst da allein bei der Leiche.
Das wollte ich nicht sagen. Ich kam nicht an das scheiß Ding ran, weil mir der Stuhl im Weg war. Ich wollte, hab die ganze Zeit E gedrückt und hab gedacht, ich fix das bevor ich die Leiche reporte, weil der was sabotiert war. Sehr, sehr spannend. Ich meine, ich hatte eben Kai links irgendwo bei dem Launchpad gesehen, wo ich an der Quest dran war. Ich bin an dir vorbei, Tim. Also genau. Mich ist die Sache relativ eindeutig mittlerweile. Kai und Dunkelbund hatten beide wieder die Chance, mich abzumurksen und haben es nicht getan. Wen ich wieder die ganze Zeit nicht gesehen habe, war Tim. Okay. Ich stand gerade links an dem Launchpad und habe da irgendwie so eine komische Quest gemacht. Oh, mag sein. Also ich bin so ein bisschen, ich weiß nicht, Claudia, das macht mich ein bisschen so skeptisch, ich habe dich da jetzt schon gesehen. Ich kann dir gerne sagen, was ich alles gemacht habe, denn ich bin total überfordert gewesen. Ich war im Lager und habe da mit der Gießkanne gekämpft, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Das kam mir vor wie so ein Wimmelbildspiel. Also dann bin ich hochgegangen ins Greenhouse, habe da diese Pflanzen gegossen, bin dann in den Admin-Raum gegangen und habe da auch irgendeine Zahl eingegeben und dann wurde sabotiert. Also ich bin ganz alleine an Tim vorbeigegangen. Er hätte mich ganz locker hops nehmen können. Ja, hätte also er auch Cooldown locker haben können, weil es sind 50 Sekunden Kill-Cooldown, ne? Ach, da gibt's Cooldown? Ja. Ah, okay. Zeit läuft ab. Wir haben noch 8 Sekunden. Ich weiß nicht. Ihr müsst voten. Was gebt ihr jetzt oder votet ihr? Ich vote. Voten. Für mich ist das klar, Claudia. Oh, ein Unentschieden. Na, das gut bedeutet? Niemand wird rausgeschmissen. Ah, ist klar. Es geht weiter. GG, weiter geht's. Okay, alle muten. Ich hänge mich jetzt an den Tim. Der ist mir suspekt, der Bursche. Muss sehen. Scheiße. Moment, da steht da doch. Machst du da? Hä? 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 Ich hab dich im Auge. Aber das weiß ich auch genau. Na komm, ich hau ab. Ah, okay. Da kommt Dunkelbund. Bin ich gespannt, ob sie mich abmurkst. Nein, sie hat mich nicht abgemurkst. Okay, ich will auch da rein. Hallo? Ich glaube, jeder muss diesen Task abgeschlossen haben. Kann das sein? Nicht nur einer. So, Klappe auf. Moin. Spielt sie durch. Die bringt mich partout nicht um, aber die kommt zurück, glaube ich, gerade. Complete. So, was sagt die Karte? Ist doch, also ich habe alles erledigt. Ich kann jetzt eh nichts mehr machen. Gut, dann verfolge ich jetzt irgendwelche Leute. Mach die Tür auf, verdammt. Hallo? Dead Body reported. Okay. Wer hat wen gefunden? Ich. Ach nee. Timmy gefunden. Ach, ach so. Okay, ja, Tim ist tot. Nein, der Einzige, der die ganze Zeit bei mir war, ist Schmidti. Und der ist mir auch die ganze Zeit hinterhergerannt. Der war der Einzige, der links mit oben war bei, ich weiß nicht, da ja, wo man hier durch die Dekombine, Ding halt, wo man angeblasen wird. Genau. Also jetzt, ihr wart zu zweit unterwegs die ganze Zeit, da wird man angeblasen. Da wird man dekontaminiert. Dieser komische Gang, ich kann das Wort nicht verstehen, das stimmt nicht mit mir. Da muss ich an der Stelle leider sagen, wenn ihr zu zweit unterwegs war, da bin ich gefickt. Also, wenn du mir... Weil da kann ich ja nichts also, sagen. Ich bin jetzt auch ein bisschen, aber ich glaube echt, es ist Schmidti, weil der Einzige war. Der hat auch da unten vor dem Gang gewartet. Du bist, Claudia, du bist eine Granate. Ja, geil. Für den zwei Leichen. Moment mal. Ja, ich kann auch nichts dafür. Wenn es ein Self-Report wäre, wäre es ja richtig dumm, wenn ich das mehrmals mache. Ja. Wenn du mich jetzt rausvotest, haben wir verloren. Ah, ja. Also, ich kann dir höchstens sagen, dass ich es nicht war. Ja, jetzt haben wir verloren. Dann war es Kai. Das kann natürlich auch sein. Oh fuck. Tja. Oh fuck. Okay, wir haben verloren. Verdammte Axt. Eigentlich ist jetzt aber auch klar. Ja, Tim, noch einen Hinweis. Bei der vorletzten Leiche, da hast du mich aus dem Schacht springen sehen. Ups. Da hättest du nur der Imposter kann das. Stimmt, das kann nur der Imposter. Und da dachte ich, scheiße. Ich will mir noch kurz was zu trinken. Ich bin mal eben auch aufs Wasser lassen. Sekunde, gleich wieder da. Alles klar, mach dir mal. Ich mach mir kurz den Rücken klar. Den was? Den Rücken. Alrighty then. Ein Z.
sehr ein merkwürdiges Spiel. Aber wir kriegen schon heraus, wie man das vernünftig spielt. Vielleicht nicht heute. Vielleicht beim nächsten Mal. Wir werden sehen. Ob ich mal einen anderen Hut aufsetze? Ah. So. Ich habe mir mal eine Hose angezogen. Jo. Zoom, zoom, zoom. Ich bin der Captain. Geil, ich muss, kann da überhaupt nicht mit klar. Ich dachte, so, jetzt bin ich Imposter. Ich sag, aha, Sabotage. Also für diejenigen, die noch nicht Imposter waren, wenn ihr Imposter seid, habt ihr so rechts unten steht da manchmal so Sabotage. Dann kriegt ihr so eine Sabotage-Map, was ihr auf der Map sabotieren könnt. Mhm. Na, also, genau. Und ich habe jetzt auch nicht mit Q probiert, ich habe auch den Kill-Button probiert. Ach so, richtig, da war ja was mit Q. Na gut. Ja, denn jetzt muss ich es vielleicht einmal ausprobieren. Wer fehlt denn hier? Waren wir nicht gerade 6? Ja. Ach, da ist er ja. Der Kai war's. Genau. Wusste nicht, dass ihr alle schon so weit seid. Alles klar. Claudia auch wieder da? Claudia holt sich, glaube ich, was zu trinken. Ja, okay. Ja. Ich leg mich mal kurz hin. Aber gute Nacht. Aber das fetzt schon irgendwie das Spiel. Ich weiß nicht. Das macht schon Laune, langsam kommt man rein, ne? So langsam kommt man rein. Macht schon Spaß. Also ich glaube, vielleicht sollten wir doch noch mal versuchen, noch ein paar mehr mit ranzukriegen. 6 ist schon geil. Aber ich glaube, mit 10, da fetzt es richtig. Mhm. Also wie gesagt, es wird auf jeden Fall noch einen zweiten Termin geben. Weiß allerdings noch nicht so genau, wann das wird. Die Anna wollte ja auch noch mitspielen. Und den Adrian kriegen wir auch noch belabert. Der kann nur heute leider nicht, weil er schon zum The Forest zocken verabredet war. Oh Tim, The Forest, wollen wir es auch mal wieder probieren? Ich bin noch leicht, weiß ich nicht, verängstigt von diesem Spiel. Ja. Also ich wäre mit dabei. Ja, ich auch. The Forest, seid ihr alle dabei? Auf jeden Fall, das ist auch ein sehr geiles Spiel. Claudia, spielst du The Forest? Nein, ich kenn's auch gar nicht. Was Survival. Survival-Spiele? Spielst du Survival? Survival? Nee. Ich bin zwar alles, was mit Elfen und niedlich und so ist und so MMORPG, alles sowas. Niedlich vor allem. Da fällt mir ein, Final Fantasy 14 wollten wir auch noch antesten. Ach, je. So, auf geht's. Sind wir soweit? Ich glaube ja, ne? Ich bin eine Kirsche. Yeah. Du Kirsche? So. Ja, have fun, ne? Jo, Dito. So, mal schauen. Okay, wir sind ein Crewmate, ein Imposter among us. Erstmal auf Karte gucken. Bevor ich jetzt hier wieder planlos losrenne, gehen wir erstmal in Medbay. So. Large, large, large. Morning. Einmal scannen. Es dauert elend lang. Okay, Task completed. Dann hier auf dem Gang ist was. Da steht auch schon der Kai. Und hat vermutlich einen Task erledigt. Aber wie gesagt, die Imposters können ja auch so tun, als ob, ne? Deswegen. Da war der Bionic Beaver. Also known as Tim. Hier ist keine Sau. Gut, dann werden wir hier hin. Hoppla, warte, muss ich festhalten. So, okay, Task complete. What next? Gehen wir mal nach Admin und zum Office. Moin Kai. Ah, der hätte mich jetzt locker wegmachen können. Task complete. So, 37796. Task completed. Kommt sabotaged. Ja, scheiße, das läuft immer so schnell. Kommt active. Hä? War das jetzt richtig oder nicht? Doch, war's. Nein, hä?
Moin. Ich habe das schon mal gefixt. Mal gucken, ob es was genützt hat. Die Laboratory, alles da hinter durch die Dekontamination. Da muss ich erstmal durch. Oh, Dead Body reported. What? Wo? Wer? What? Wenn man irgendwo auf der linken Seite das Tor, das man öffnen kann, wo man so einen Gang nach oben läuft. Ich weiß gerade leider nicht, wie das heißt. Dekontaminationsding. Dekontamination, okay. Jetzt habe ich. Okay. Ja. Ich habe allerdings niemanden in der Nähe gesehen, nur Schmiddi kam gerade von rechts auch angelaufen, kurz bevor ich reportet habe. Also Schmiddi und Schwibbi, mein Gott, diese Ähnlichkeiten. Ich habe die Leiche gar nicht gesehen. Ja, ich kann nichts dazu sagen. Wo liegt die Leiche? Auch links beim Dekontaminationsgerät. Oh. Ach, hier, da kam ich gerade rein, richtig. Ich kann auch nicht sagen. Ich habe Tim einmal beim Fixen gesehen, ich habe Schwibbi und Schmiddi beim Fixen irgendwo gesehen. Und ich war immer wieder da. Mhm. Ja, Tim habe ich jetzt auch zuletzt gesehen, als das Sabotage-Ding war. Ich habe auch übelst lang am Anfang gestanden. Also macht niemals diese Scheiß-Task am Anfang. Das ist ja ohne Witz. Eine Minute dauert das, bis dieser Scheiß-Scan durch ist oder so, und dann musst du erst die Task machen. Dieser medizinische Scan, ja, der dauert ein Weilchen, das stimmt. Also ich bin absolut planlos, weil ich habe nichts Auffälliges gesehen. Tja, geht mir ähnlich. Ich auch gar nicht. Ja. Ich skippe. My as well. Plupp, plupp, plupp. Alles klar. Alles geskippt. Wo zum Geier? Jenny, du musst dich muten. Ah ja. Ach, da unten bin ich. Ach du Kacke. Arsch der Welt. Tja. Da steht der Kai. Dumm rum. Meltdown. Ach du Kacke. Das ist aber unschön jetzt. Okay, dunkelblut geht nicht zum Reaktor. Doch, da kommt sie. Komm, mach die scheiß Tür auf hier. Ups. Okay. Alles gut soweit, ne? Da ist noch ein Task. Wupp. 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 Okay. Launchpad. Okay. Kai und Tim sind mit mir hier. Alles verkrümelt sich. Latsch, latsch, latsch. Ist das eine Rennerei? So, zack, Task completed, Laboratory, Assemble Artifact, dann wäre ich durch mit meinen Tasks. Wo ist denn das Laboratory? Ach scheiße. Nochmal durch die Dekontamination, tralala, weil es so schön war. Jetzt bin ich schon die ganze Zeit alleine unterwegs, könnte natürlich wieder zu meinem Nachteil ausgelegt werden. Hallo, dunkelbunt, alles fit? Scheiße, wo muss ich hin? Hier rechts rein. Ach da! Was ist das denn? Soll ich das zusammenbasteln oder? Pling! Kai! Pling! 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 Aha, da muss man einfach mal puzzeln. Gut, dann bin ich jetzt taskmäßig fertig. Ich suche mir jetzt irgendjemanden und dem weiche ich nicht mehr vom Hacken. Vielleicht habe ich ja Glück und ich werde nicht abgemurkst. Dum, didum, didum. Wo seid ihr alle? Oh, scheiße. Reaktor-Meltdown. Wieder einmal. Juhu. Hallo, Leute. Wo wollt ihr hin? Hier geht's zum Reaktor. Strategen. Kai und Claudia sind mir auf den Fersen.
Waiting for second user? Leute. An den anderen müsst ihr. Mach hinne. Claudia, gib Gas. Okay, safe. Okay, Claudia wird es wohl nicht gewesen sein. Ich habe da echt so einen Verdacht. Ich glaube, dass es Schwibbi war, weil alle Lebenden sind sofort zum Reaktor gerannt. Nur Schwibbi, die sehe ich überhaupt nicht. Die lümmelt wahrscheinlich irgendwo in irgendeinem Schacht rum. Kommt nur rausgehüpft. Wo ist die Frau? Ja, Oxygen depleted. Oh shit. Ich renne. Bitte gern geschehen. Wo ist die Jenny? Die kriege ich ums Verrecken nicht zu sehen. Die ist garantiert in irgendeinem Schacht und startet eine Sabotage nach der anderen. Sofern sie kann. Ich gehe jetzt in die Cafeteria und werde das anprangern. Emergency meetings cannot be called during crisis. Shit. Das ist 100 Pro die Jenny, das ist 100 Pro die Jenny. Fix lights. Kann da mal einer bei? Ah, schon gelutscht der Drops. Okay, der Kai hat gefixt. Dann ist die Jenny 100 Pro. Ich werde das jetzt anprangern. Alarm! What's up? Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Jenny ist, die Schwibbi. Weil jeden von euch habe ich fleißig arbeiten sehen. Die einzige Person, die ich überhaupt nicht sehe, ist Schwibbi. Ich vermute, die sitzt irgendwo in dem Schacht und löst eine Sabotage nach der anderen aus. Die ist wirklich total unsichtbar. Ja, die habe ich auch noch nicht einmal gesehen. Deswegen ist die Sache für mich ziemlich klar. Also als einmal die Sabotage war, da stand ich neben Schmidti. Das kann ich nochmal so sagen. Ich stand nebeneinander, als einmal die Sabotage losging. Ja, und mit dir, Claudia, zusammen habe ich einen Reaktor-Meltdown gefixt. Genau. Ja, und Tim oder Timmy? Tim. Ist mir eigentlich gerade die ganze Zeit hinterhergelaufen. Ich glaube, er hat auch gedacht, ich könnte es vielleicht sein. Er hat auf jeden Fall ganz viele Gelegenheiten gehabt, mich zu töten, hat es nicht gemacht. Also er ist für mich vorerst safe. Mhm. Ja, er hatte auch die Gelegenheit, mich hops zu nehmen. Also, und ich bin schon ein bisschen gerade, wenn Tim das jetzt ist, bin ich im Arsch, habe ich mir gedacht. Aber naja. Ja, aber das ist wirklich so. Schwibbi habe ich wirklich noch am ehesten irgendwie quer über den Map gesehen. Schmidti habe ich gesehen. Claudia habe ich zwar noch gar nicht gesehen, aber bei Schmidti und Tim bin ich mir sehr sicher eigentlich, dass da gar nichts ist. Klar, du hast mich gerade gesehen im Reaktor. Sogar mehrfach. Stimmt. Ja, das stimmt. Aber obwohl du den Reaktor nicht mitgefixt hast. Ich komme noch nicht mal damit klar, da war irgendwie so ein Ding mit Schiebereglern. Ich dachte, was muss ich denn jetzt machen? Nee, das war nicht der Meltdown, das war das Falsche. Das war eine normale Task. Ah, okay, was macht man da? Ja, egal. Ist einfach nur draufpatschen. Okay. So, was machen wir jetzt? Für mich ich ist schon alle gewotet. Ach, voten. Wir warten nur noch auf dich, Claudia. Ja, ich habe gedacht, Oha, okay, jetzt bin ich gespannt. Ich habe aber Angst, dass es falsch ist. Nee, hab recht. Ah, ja, okay, nice. GG. Oh, ich habe jedes Mal am Rundeanfang übelst Angst, dass ich Imposter werde. Aber ich will noch mal. Aber kann man beim Imposter sehen, wenn er sabotiert? Woran sieht man das? Nee, das siehst du nicht. Das sieht man nicht, nee. Also man weiß auch nicht, welche Task er macht dann, okay. Ich habe ja immer versucht, mich durch die Schächte durch, zum Beispiel, und dann wollte ich sabotieren und dann schnell durch den Schacht wieder zurück, bevor einer kommt und mich sieht. Mhm. Also Volker, ich gehe jetzt essen, ne? Jo, mach das. Okay. Dann machen wir ein kleines Päuschen, oder? Ja. Also bisher, muss ich sagen, gefällt mir das so ganz gut. Ja. Macht eindeutig Laune, ja. Ja, es ist echt lustig. So, ich gehe mal in Pieseln, Kinder. Kinders. Ich habe so zu viel Kaffee heute. Bis gleich. Kaffee klingt gut. Oh Gott, kein Kaffee. Gleich. Muss bald ins Claudia, Bett. Claudia, was trinkst du denn da Schönes? Moskau Mule, genau. Das ist Wodka mit Limettensaft und Gingerbier. Ah. Ah, Gingerbier. Sowas gibt es, glaube ich, hier im Lidl.
Hab's nicht genau, getrunken. Genau, Lidl hat das in so kleinen Flaschen. Oder eben von Thomas Henry, das Spicy Ginger. Ich trinke normales Bier. Na, hatte ich auch gerade. Nee, ich bin nicht so der Biertyp. Also es kommt drauf an, wenn dann so Killerbier, also so alles, was so ein bisschen süßlicher ist. Mhm. Was so ziemlich schön mild auch gut schmeckt, ist von Wernesgrüner dieses 1436er. Also nicht das normale Wernesgrüner, sondern dieses 1436. Das kann ich empfehlen. Also das habe ich noch nie gesehen. Also ja? Das normale habe ich damals auch ab und an getrunken. Ich bin aber doch eher auch der Typ für Wein und ein bisschen herbere, frische Cocktails. Oh, wir trinken beide Weinchen zusammen. Sehr schön. Das können wir machen. Hello? Hello. Wir müssen mal gucken, entweder, da können wir gerne mal machen, Claudia. Kommst du ja. wieder hier vorbei oder ich bei dir und dann werden die lokalen Weintätigkeiten ausgetestet. Da würde ich sagen, Niklas, bist du dabei? Das machen wir. Einfach hübsch. Hast du, ja. Kommt ihr etwa aus Sachsen? Ich ja. Nein. Ah, okay. Er nicht, ich ja. Gut. Okay, jetzt die Frage aller Fragen. Was machen wir? Spielen wir zur fünften Runde? Oder machen wir ein Päuschen? Bis der, bis Leonie, Koyu wieder da ist. Sie hat ja eh gesagt, sie braucht eine halbe Stunde. Ja. Ja. Ja, gut. Dann ja. Machen wir Pause. Wie gefällt es euch bisher? Macht Spaß, der Quatsch. Macht auch Spaß. Also die 4 Euro haben sich auf jeden Fall schon amortisiert. und Tim, dir nochmal ein fettes Dankeschön. Ist er gar nicht da. Geht über Steam. Er da so, ey Kai, eine Runde Among Us. Ich da so, ah, warte, was ist denn der Kostpunkt? Ja, mach mal Steam auf, dann siehst du's. Ich mach Steam auf. Sie haben ein Geschenk von Bionic Beaver erhalten. Ist doch nice. Ein geiler Typ. Okay, gut, Freunde. Dann würde ich sagen, wir finden uns um 19.30 Uhr so plus minus wieder auf dem Mumble ein. Ja, und dann, weil Claudia hatte mich mit diesem Moskau-Mule, mit diesem Wodka jetzt neugierig gemacht. Wodka habe ich da, den Rest wahrscheinlich nicht. Also ich hole mir jetzt mal einen Wodka. Ah. Oha, okay, dann mach das mal. Ansonsten sehen wir uns um 7:30 wieder, ne? Alles klar. Jo, bis später.